Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Tomodachi Life. Folgt leider mein Part ohne Festkamera, weil die gerade kaputt ist. So, es ist jetzt heute mal Abend in Tomodachi Life. In Real Life noch nicht, aber in Game Zone. Hat auch einen besonderen Grund. Außer allererst gehen wir mal aufs Ereignis und sammeln mal Spenden. Denn Spenden ist ja was sehr Wichtiges in Game. Und es ist ja wichtig, dass wir mehr Spenden bekommen, weil je mehr Spenden wir bekommen, so mehr Zeugs können wir auch wieder in Game ausgeben für Essen und sowas. Das ist ganz sinnvoll. Und da wird es schon einiges an Bewohnern haben. Dauert das eine Zeit. Und vor allem, es kommt richtig viel an Zeugs zusammen, was sehr cool ist. Und ich will mich mal wirklich für das viele Feedback bedanken auf die Tomodachi Live Folgen bis jetzt. Sind da bis jetzt schon ein paar rauszukommen. Und ich finde es wirklich super, dass da immer so viel Feedback gibt. Ich meine, es ist so die 16. Folge. Und allen voran Estrella, wirklich vielen Dank für das ganze Feedback, was du immer schreibst, die ganzen Kommentare, das lese ich dir alle. Dann freue ich mich immer sehr, wenn du dabei Videos kommentierst. Finde ich sehr, sehr cool. Okay. Ehre dafür an dieser Stelle. Und ja. Jetzt haben wir 162,70 € eingenommen. Jawohl, das ist es doch mal. Das ist es. So, jetzt schauen wir es doch mal, wie es unseren Mi geht. Aber da ist noch eine andere Person, deswegen wollte ich eigentlich auch hier hin. Weil der gute Sen, dem beobachten wir ganz gerne die Mies. Der sitzt nämlich hier am Brunnen. Ist auch nur so eine Aussicht, ne? Why not? Wieso da nicht am Brunnen sitzen, ne? Wieso nicht? So, ist aber noch ein zweites Ereignis, nämlich hier in dem Vergnügungspark, und da ist nämlich ein Abendmarkt. Und den schauen wir uns mal so richtig an. Aber das ist die eine Sache, die ich in dem Part einfach mal ja ein bisschen hier zeigen wollte, weswegen ich es auch auf abends gestellt habe, nämlich ein Abendmarkt hier. Okay, und Estrella, wie ist hier eine Verkäuferin? Schauen wir doch mal. Also, ich kauf einfach mal was. Das war eine Wundertüte, komm, wir haben gerade Geld gemacht. Dann nehmen wir doch mal eine und wir zeigen uns mal die ganzen Items. Schauen wir mal, das erste Item ist ein Parfüm. Die Musik ist wild. Jetzt sagt sich viel Musik. Habt ihr kein Paar, wie viel das Zeug normalerweise kostet, ne? Muss man ganz klar dazu sagen. Ob es sich lohnt finanziell. Weiter Item ist, oh jawoll, eine Disco-Einrichtung. Boah, die hätte ich mir das letzte Mal gar nicht kaufen müssen. Die lohnt sich mal sowas von. Dritte Item ist ein UFO! Perfekt. Okay, die drei Items gab's, Silik. Ey, wir haben ein bisschen Geld da. Ach so, das geht nur einmal, oder wie? Jetzt kann man das nochmal machen, okay. Schade. Aber wir haben es gemacht und haben vor allem die Disco hat sich ja wirklich gelohnt. Schauen wir mal, wen wir die auch bald dann mal schenken werden, weil ich hab was in die Disco-Einrichtung, wie ihr wisst, ne? So, jetzt haben wir trotzdem mal ein bisschen, weil es so sein muss, wie es unseren Bewohnern geht. Fangen wir mal mit Uwo an. Der hüpft so drum. Der will was. Und schauen wir doch mal was. Komm, spiel mit mir. Spielen, aber wir fast gedacht. Ja, komm, let's go. Wir spielen jetzt eine Runde. Und ich werde wieder verlieren. Wie immer. Versus Bildersuche. Och, nö. Das ist mal ganz das. Ja, komm, ich fange an. Nee, jetzt lass mal ihn anfangen, so. Da weiß ich, müssen wir mal bei zwei Karten, wo die sind. Aha. Okay, Spongy und Spongy ist zweiter von links und Schraube. Aha. Datteln. Ich probiere aber mal Glück mit da oben. Okay, scheiße. Jetzt weiß ich nicht, wie die zweite Schraube ist und Spongy weiß es auch. Ja, easy. Ja, komm. Das war ein bisschen blöder Zufall. Diese hier nehme ich. Welche nehme ich denn? Die hier. Okay, Pikmin Wasserflasche. Ah, Destructor. Da ist er hier. Nein, ja komm. Das ist halt so ein Unglück. Jetzt macht er Pikmin. Jawohl. Und jetzt wird er das auch auflösen, beziehungsweise. Ja, hat eh quasi gewonnen. Okay, oh tschüss. Okay, ich könnte es noch hinreißen. Hier war nämlich die Dadel und hier. Das ist ein Paar. Du bist dran. Oh. Das ist Kevin. Da war noch Kevin und. Hier gibt's noch die Wasserflosse. Damit haben wir, glaube ich, ausgeglissen, ne? Boah, Glück. Gerade noch so irgendwie ausgeglissen hingebogen. Das war echt spannend. Joa.
Und daneben natürlich das Größte. Jawoll, Nintendo Scope, was ist denn das? Boah, kenn ich gar nicht. Das google ich jetzt mal instant nach. Was im Henker ein Nintendo Scope ist, das interessiert mich jetzt nämlich erst. Das ist auch Rang nochmal Wikipedia. Als Serie-Frage braucht man nicht, muss das ähnlich gesagt. So, Nintendo Scope. So, Nintendo Scope. Das ist so eine Gun, wie ich da auch so was sehen kann. Aha. Kommt aus dem Shooter-Spiel von Nintendo. Weißt du, das war so quasi so ein Controller für das NES. Was siehst du mal? Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass das existiert. Okay, das ist so ein Hardcore-Wild. Und der ist halt auch super selten. Ist quasi so ein Controller, den man an die SNES, des NES anschließen kann, um zu zocken. Okay, jetzt wissen wir was Neues. Wie gesagt, wusste erst nicht, dass es damals sowas schon gab. Cool. Den nehmen wir natürlich, ganz klar. Ja. Oft kann ich nicht mitlachen, wenn alle anderen sich amüsieren. Ja, ne? Lacht halt irgendwie über einen selbst, ne? Ist immer ein bisschen sehr belastend. Ich fühl mit dir. So, guck, ich will auch noch spielen, dann machen wir das mal so. Erst machen wir halt einfach Spielrunden und die Simulator Kulma machen wir dann im nächsten Part. Ja, okay, komm, wir spielen jetzt etwas. Let's go. So, oh Gott, da bin ich so schlecht in diesem Geld, sagst du, wie es ist? Nein. 3, 2, 1. Nächstes Mal aber wirklich. Ups. Schade. Boah, jetzt hat er mich damit getriggert. Mach mal nochmal. Nur noch einmal. Verstanden? Es geht los. Ups. Schade. Ja, da bin kann ist mein Reflex nicht schnell genug, hier auf einmal drauf zu drücken. Das ist. Klappt nicht. Alkam Klopapier, jawoll. So, wie kann man dir noch helfen? Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendein Basic-Teil. Basic-Teil. Weiß halt nicht mehr, was wir dazu schon haben, ne? Hier, kommst du ein Muskelshirt. Ich hoffe, das besitzt du noch nicht. Gefällt mir nicht wirklich. Sobald es das Basic ist, das hast du das Basic ist. So. Hallo, da kannst du dich, wie ich finde, nicht beschweren. So. Und werden wir den beim rumsausenden Cookie zuschauen. Bedanke mich schon beim Zusehen von dem Part von Tomodachi Live. Im nächsten Part geht's weiter, liebe Leute. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao.